damit zu machen. Mutig war er nicht. Mutig war er nie. Ich glaube schon, dass die Situation mit seiner Frau Blanca für ihn prägend war. Ich glaube, das war seine erste Sorge, sie zu schützen. Er hat niemandem was davon gesagt, dass er diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Und es muss ihm entsetzlich schwer gefallen sein, das zu tun. Aber um sie zu schützen, hat er ja alles getan. Und so hat er eben diesen ominösen Brief geschrieben, in dem er sagt, er kann nicht mehr arbeiten, wenn er solche Sorge um seine Frau hat. Er war letzten Endes ein Zerrissener. Er war einerseits froh, dass er genug Arbeit gehabt hat und nicht zu viel nachdenken konnte. Andererseits war er natürlich unglücklich bis dort hinaus, dass er seine Frau hat wegschicken müssen. Es war für ihn eine reine Katastrophe. Die Tochter war in Ecuador und später in Buenos Aires. Und das beim Dreh natürlich hat er schon immer geschaut, dass er pünktlich am Samstag wegkommt nach Budapest zu seiner Frau. Dann haben wir ein bisschen geschwindelt, haben wir den Drehplan so gemacht, dass er so am Freitag sowieso nichts hätte drehen müssen. Haben immer dann gesagt, ja, für dich machen wir extra bedingt. Er hat es gar nicht gemerkt, dass wir geschwindelt haben und haben erreicht, dass er schneller gearbeitet hat, nur damit er zu seiner Frau nach Budapest kommen durfte. Zwischen 1939 und 1945 hat meistens mein Onkel hier gewohnt. Er hat sich hier eigentlich immer viel wohler gefühlt als in der großen Villa zu Hause. Und wir haben, soweit es möglich war, in dieser Wohnung trotz Krieg und Bomben und Granaten eine Art friedliches Leben geführt. Und das war ihm wahrscheinlich auch sehr viel wert. Also wenn ich an lustige Situationen denke, dann zum Beispiel an die, als mein Onkel einmal aus dem Nebenzimmer, also aus meinem Zimmer herauskam, mit einem weißen Ruderleiberl, einer schwarzen Unterhose und einem Küchenmesser an der Seite und hat gesagt, Blut und Ehre. Er wollte die Hitlerjugend also karikieren damit. Was ihm Freude gemacht hat, im Theaterspielen bestanden. Das hat ihn noch immer gefreut und es wurde immer mehr. Und er wurde immer mehr, wie soll ich sagen, gebraucht. Und er hat sehr viel Wienerlieder vorgetragen in den Spitälern, wo die Soldaten gelegen sind. Er war ja selber im Ersten Weltkrieg 4 Jahre draußen und hat gewusst, was ein Krieg ist, annähernd. Und er hat sich sehr bemüht, wie er sagt, diesen armen Kerlen ein paar Stunden einen Spaß vorzumachen und eine Freude zu machen. Gelegentlich einmal kam es sogar vor, dass er von der Wien-Film gekommen ist und gesagt hat, heute kann ich was mitbringen. Stellt euch vor, irgendwelche Dinge. Weil das Essen war, wie soll ich sagen, das Hauptgespräch während der Kriegsjahre, nicht? Die Karriere von Hans Moser in der Zeit zwischen 39 und 45 hatte einen Zweck für die Nazis. Die hatte für ihn persönlich jetzt erstmal keinen großen Zweck. Die hatte eine Auswirkung auf sein Leben, absolut. Aber ich glaube nicht, dass er das in der Form angestrebt hat. Das ist passiert. Er hat sich nicht dagegen gewehrt. Warum hätte er sich dagegen wehren sollen? Er konnte so seine Frau schützen. Für mich war der Moser das Gegenteil der Nazis. Er war für mich ein Bollwerk Österreichs, wenn man will. Und ich war gar kein so ein Patriot, aber man wurde... Also ich wurde durch die Verfolgung, wir sind eine halbjüdische Familie, also halbjüdisch gibt es ja eigentlich gar nicht, das hat ja der Verbrecher Hitler mit seinen Schergen da erfunden. In diesem halbjüdisch wurde ich zum Sympathisanten des gesamten Jüdischen. Und da hat der Moser komischerweise dazugehört. Der war der
Eigentlich ein kleiner Wiener Jud für mich. Er soll mir da nicht böse sein jetzt. Er konnte Gott sei Dank verhindern, dass er in einem Reichspropagandafilm mitwirken musste. Er hat Gott sei Dank sich nicht laut geäußert und hat uns das Glück im ganzen Krieg beschert, wunderbare Figuren im Film zu spielen, die nichts mit dem Hitler zu tun hatten. Er war sich sehr stolz, wie er mir einmal erzählt hat, stell dir vor, ich bin durch die ganze Hitlerzeit gekommen, ohne dass ich Heil Hitler habe sagen müssen. Also in Zukunft musst du nichts mehr ausleihen. Da ist alles, was du brauchst. Was? Hier ist früher die alte Registratur gestanden. Seit dem Bombenangriff hat sich bis jetzt niemand gefunden, der das aufräumt. Wenn du also ein bisschen herumstöberst, findest du genug Akten, die kein Mensch mehr braucht. Ja. Da kannst du dich auf Jahre einstellen. Das ist aber fein. Danke dir. Und da habe ich ihn einmal gefragt, sag einmal, warum spielst denn du nicht mehr Theater, wenn dir das so viel lieber ist als die Filmerei? Hat er gesagt, na ja, sagt er, ich tät schon, aber da. So, und jetzt darf ich Sie bitten, begleiten Sie mich ins Kino. Marianne-Land-Landl, aus dem Wachauer Land-Landl, dein lieber Name klingt schon wie ein liebes Wort. Marianne-Land-Landl, du hast mein Herz am Bandel-Bandel, du hältst es fest und lässt es nie mehr wieder fort. Ich hab als Schüler als Statist mitgewirkt beim Hofrat Geiger 47, 48. Es wurde sehr viel auch hier in Spitz gedreht, vor allem die Szenen mit dem Weintraum, wie der Ding kommt, der Alte, der Ecker, und der gesagt hat, da hab ich ja wieder erwischt, das kinnige Hosen. Das wurde dann hier gedreht. Wir haben das gespürt, dass Moser und Haas irgendwie zusammengehören. Die ersten Aufnahmen waren ja nicht hier, sondern waren im Studio. Und zwar war das, wo die Maxingstraße, wo jetzt dieses neue, ich glaube, das Offenhaus ist jetzt dort in der Nähe. Und da war er schon rührend, hat immer sich um mich gekümmert, denn er hat gemerkt, dass ich also natürlich noch ein bisschen ängstlich bin. Ich war 17 oder 18 Jahre alt. Schauen Sie mal nach, ob das Wasser kommt. Gleich, Herr Lechner. Ja, geben Sie mir das große Messer her. Bitte schön, Herr Lechner. Ja. Geht. Schauen Sie mal, Mariandl. Bitte, also es geht mir ja gar nichts an, aber man interessiert sich ja doch nicht. Ihren Herrn Papa, den kennen Sie gar nicht? Nein. Er war eigentlich mein Vaterersatz. Ich habe meinen Vater verloren, als ich 5 Jahre alt war. Und er hat von Anfang an, war er mein Papa. Ich habe ja 10 Filme mit ihm gemacht. Marianderlanderlander, du hast mein Herz am Banderbander. Jeder Regisseur wusste, Moser kann alles, konnte den Menschen zum Lachen bringen, konnte es zum Weinen bringen, nur eins konnte er nicht, nachsynchronisieren. Es war furchtbar. Sie, was haben Sie gesagt? Im Synchronstudio in Grinzing, na, Moser, also gehen wir schauen, zu spät, also gehen wir schauen, zu früh, 20 Mal. Beim letzten Mal sagt der Regisseur, jetzt war es perfekt, Hansi, du kannst schon in die Kantine gehen. Ich habe gesagt, nichts, das war überhaupt nicht richtig. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Geh runter in die Kantine. Da sitzt der Gunther Philipp, der kann den Moser so gut nachmachen. Also, der Gunther kommt heran, schaut sich das an. Also, gehen wir schauen, danke, erledigt. Wunderbar. 3 Monate später, um die